Landschaft Zusammenleben – ein Projekt zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wie im ganzen Schweizer Mittelland sind auch die ländlichen Teile des Kantons Luzern durch einen periurbanen Lebensstil der Menschen geprägt. Der hohe Stellenwert der Mobilität im Leben der Menschen trägt zu einem Auseinanderdriften von Arbeiten, Wohnen und Freizeit bei. Ein damit verbundener, individualisierterer Lebensstil setzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Dorf unter Druck. Anhaltendes wirtschaftliches Wachstum führt dazu, dass Menschen ihre angestammte Heimat verlassen und woanders neue Wurzeln schlagen. Das Zusammenlegen von Gemeindestrukturen erfordert ebenfalls neue Identifikationen und Neuorientierungen. Erfolg und Wohlstand aber basieren auf einer starken Gesellschaft, in welche alle integriert sind, alle daran teilhaben und sich aktiv einbringen können. Deshalb hat der regionale Entwicklungsträger RET Sursee Mittelland das Projekt Landschaft Zusammenleben ins Leben gerufen. Die Idee dahinter, von einer starken Gesellschaft, die alle mit einschließt und partizipieren lässt, profitieren alle. Die teilnehmenden Projektgemeinden setzen das Projekt in drei Themenfeldern um: Integration fördern, Freiwilligenarbeit begünstigen, Zusammenlebenskultur stärken. Dazu bauen sie Ressourcen und Strukturen auf, lancieren Projekte und tauschen sich an regionalen Treffen aus. Die Projektgemeinden profitieren durch den Wissenstransfer, durch Know-how und durch finanzielle Unterstützung. So wurden zum Beispiel ein Velofahrkurs spezifisch für Migrantinnen durchgeführt, eine Tauschbörse eingerichtet, Sprachkurse durchgeführt und mehrere Gemeinschaftsgärten in der Region geschaffen. Diese Gärten sind Orte multikultureller Begegnungen und waren schon oft der Anfang tiefer Freundschaften. Das Integrationsprojekt der anderen Art – Integration von Neuzuzügern. Durch ein großes Neubauprojekt entsteht ein Dorf im Dorf. Die Zuzüger sollen gut aufgenommen werden und sich schnell in die Dorfgemeinschaft integrieren. In lokalen Gremien können sich Freiwillige informieren und organisieren. Über digitale Tools werden Freiwilligenjobs vermittelt. Mit regional koordinierten Weiterbildungskursen werden Freiwillige in ihrem Bestreben unterstützt. Mit Wertschätzung und Anerkennung wird freiwilliges Engagement gefördert. In einer fusionierten Gemeinde werden die einzelnen Dörfer mit einem Rundweg verbunden. Er schafft Begegnungsmöglichkeiten auf verschiedenen Plätzen. Bereits der gemeinsame Bau stärkt die Bande zwischen den verschiedenen Dorfteilen. Man lernt sich kennen und verstehen. Freundschaften entstehen. In einer anderen fusionierten Gemeinde lädt ein Detektiv-Trail dazu ein, die neue Gemeinde und ihre Menschen kennenzulernen. Oder es finden Lesungen in verschiedenen Dorfteilen statt. Allesamt Projekte, die Dorfteile und ihre Menschen näher bringen, ohne die einzelnen Dörfer zu schwächen. Damit werden Gemeinsamkeiten betont und Menschen in Kontakt gebracht. Sie alle werden durch das Projekt mit Finanzen, Know-how und Kontakten unterstützt. Die bedarfsorientierte Beteiligung und Partizipation der Gemeinden wird weiterentwickelt und verfeinert. Alle Akteure sollen in ihrem Tun gestärkt und Kollaborationen gefördert werden. Das Projekt Landschaft Zusammenleben dauert 5 Jahre und ist Teil des Bundesprogramms Periurban.